Liebe Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie hier nach der Pause wieder begrüßen zu dürfen. Vor allem freue ich mich, dass ich mit meinen drei Gästen, ich werde sie Ihnen nachher gerade schnell noch vorstellen, darf über das Thema Volksschule, können wir das noch? Selbstverständlich ist das eine rhetorische Frage, diskutieren. Und zwar soll es in dieser Diskussion nicht um Perspektiven gehen, die man im Moment sehr oft einnimmt. Also nicht um die politische oder die pädagogische Problemperspektive von der Schule, sondern ich möchte eigentlich ein bisschen Vogelperspektive einnehmen und von oben ab ein bisschen unsere Schule betrachten, eher aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive und ja, vielleicht sogar ein bisschen an einer philosophischen Perspektive. Es wird also in der nächsten Stunde weniger um Lehrerinnen, Lehrermangel gehen, weniger um Digitalisierung, um Inklusion, um Probleme vom integrierten Unterricht, auch wenn das wahrscheinlich ab und zu trotzdem auch noch ein bisschen zur Sprache kommt, als vielmehr um die grosse Frage, was eigentlich die Schweizer Volksschule auszeichnet, was sie gesellschaftlich leistet, was sie sollte leisten, was sie kann leisten und was sie muss leisten, was sie zusammenhebt oder vielleicht auch spaltet. Und ein bisschen auch um die Frage, was wir alle, das haben wir am Verlauf des Nachmittags immer wieder gehört, wir alle sind Volksschule, was wir alle können dazu beitragen, damit sie so gut bleibt, wie sie ist. Denn eben, wir sind alle ein Teil davon, als Schülerinnen, als Schülerinnen und Schüler, als Mütter und Väter, als Lehrerinnen und Lehrer, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sogar als Journalistin ist man ein bisschen ein Teil davon. Und darum freue ich mich sehr, meine drei Gäste euch jetzt vorzustellen. Wir haben einerseits Marguerite Stamm, die war Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg. Und hat das Forschungsinstitut Swiss Education gegründet und führt das auch. Und mit dem ist sie in verschiedenen Ländern tätig. Sie ist auch Bildungspreisträgerin von der Stiftung Bestellationum und Pädagogischen Hochschule. Die vergibt das jährlich. Und das ist, glaube ich, 2 Jahre her, wo sie den Bildungspreis gewonnen hat. Viele kennen Margit Stamm auch als Autorin und als Interviewpartnerin in diversen Medien, wo sie sich relativ meinungsstark äußert. Dann haben wir Oskar Jenny. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und leitet die Abteilung Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich. Außerdem ist er außerordentlicher Professor für Entwicklungspädiatrie an der Universität Zürich. Auch er ist Autor von verschiedenen Büchern, von dem Grundlagenwerk, zum Beispiel «Die kindliche Entwicklung verstehen». Und er hat diverse Preise gewonnen, Forschungspreise. Im nächsten Frühling soll ein Buch rauskommen, wo man, glaube ich, sehr gespannt sein darf, ein sogenanntes Weißbuch zur Kindheit mit dem schönen Titel «Kindheit – eine Beruhigung», wo er zusammen mit anderen wichtigen Stimmen aus der Schweizer Gesellschaft schreibt. Dann der Dominik Hederli. Der Dominik Hederli hat Jus studiert und ist über den Zivildienst zum Lehrerberuf gekommen. Er hat den Zivildienst gemacht und es hat ihm dermaßen den Ärmel hineingezogen, dass er sein Jus-Studium dann abgebrochen hat und gefunden hat, da ist mein richtiger Ort. Er repräsentiert auf dem Podium sozusagen ein bisschen die Zukunft, als Jüngster im Kreis, aber auch als junger Lehrer, der natürlich jeden Tag quasi im Schulzimmer steht. Er engagiert sich bei den Alumni der Pädagogischen Hochschule und ist auch in der Kinder- und Jugendarbeit noch tätig. Ich selber bin Autorin und Kolumnistin bei der NZZ. Ich habe beruflich gar nichts mit der Volksschule zu tun, aber habe sie natürlich als Mutter von 2 Töchtern als Journalistin und als Bloggerin immer mit Interesse verfolgt. Das Podium leite ich deshalb auch aus dieser Vogelperspektive und auch ein bisschen noch in meiner Funktion als Mitglied vom Stiftungsrat. Gut, und jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch. Das war nämlich ein Gewohnheitsfehler. Wir haben vorher hier noch ein bisschen geplaudert, aber jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch für das Podium. Gut. Wir haben es am Nachmittag immer wieder gehört, wir feiern hier eigentlich das Gedächtnis der Volksschule. Und mit dem Gedächtnis, mit einer Frage zum Gedächtnis möchte ich auch gleich anfangen. Und zwar
Uns alle hat die Volksschule geprägt, im Positiven, manchmal auch im negativen Sinn. Und oft hat man ein Erlebnis, das einen auf dem Berufsweg vielleicht noch begleitet, an dem man vielleicht noch jahrelang kaut oder das man seinen Kindern erzählt. Und diese Erlebnisse möchte ich zum Beginn abholen. Frau Stamm, woran können Sie sich noch erinnern? Ich kann mich vor allem an ein negatives Beispiel erinnern, das mich dann später als Forscherin immer wieder begleitet hat. In der Primarschule war ich eine durchschnittliche Schülerin und der Lehrer hat gefunden, ich würde nicht in die Bezirksschule gehören, das ist eigentlich Sek A oder Progymnasium, weil ich aus einer Arbeiterfamilie komme. Und mein Vater war Bodenleger und ich wollte unbedingt in die Bezirksschule, weil ich Lehrerin werden wollte. Ich hatte eine Erstklasslehrerin, die mich sehr, sehr fasziniert hat, eine ältere Dame, eine strenge, aber die habe ich bewundert über alle Maßen. Und ich hatte dann vor allem in Mathematik sehr schlechte Noten. Und vor der Prüfung in die Bezirksschule hatte ich zuerst eine 4, ich weiß das noch genau, und dann eine 3 und dann eine 2. Und dann musste ich an die Prüfung. Und ich bin an der schriftlichen Prüfung durchgefallen und habe dann mit Ach und Krach die mündliche Prüfung bestanden. Und ich habe erst in meiner Rückbesinnung eben gemerkt, dass dieser Lehrer in mich einfach ganz geringe Erwartungen hatte, auch aufgrund meiner Herkunft. Und ich habe mir dann eben auch sehr wenig zugetraut. Und das ist etwas, das mich dann erst später wieder begonnen hat zu begleiten. Aber das ist ich weiß, wie man scheitert, das weiß ich heute. Herzlichen Dank. Herr Jenny. Nun, ich weiß, wie man gewinnt. Ich habe eine gute Erinnerung. Ich bin in Davos aufgewachsen, das ist ein Hockey-Ort. Da spielen die Jungs, zumindest in den 70er und 80er Jahren, haben da alle Hockey gespielt. Im Sommer Landhockey, im Winter Eishockey. Und mir blieben vor allem die Pausen in Erinnerung, weil wir haben natürlich in der Pause auf dem großen Pausenplatz dieses Hockeyfeld gehabt. Sogar dieses Hockeyfeld gemacht. Wir haben Linien gezeichnet, wir haben Tore gebaut, wir hatten eine Kiste, wo die Spielmaterialien drin waren, wir haben Fahnen gezeichnet. Wir konnten das in der Pause machen und haben das natürlich nicht nur in der Pause gemacht, sondern auch in der Freizeit, Mittwochnachmittag, Samstagnachmittag. Damals musste man am Samstagmorgen noch in die Schule. Und was mir so geblieben ist, ist eben, wir konnten das als Jungen von der ersten bis in die sechste Klasse zusammen organisieren, zusammen machen. Alle haben da mitgemacht, wurden da integriert, die etwas Kleineren wurden ins Tor gesteckt, die etwas Älteren, die haben Stürmer gespielt und wir wurden da unterstützt, auch vom Abwart, der hat uns da mitgeholfen, dass wir dieses eigene Feld, diese eigene Aktivität da ausleben konnten. Und das ist etwas, was bei mir im Gedächtnis wirklich eingebrannt bleibt, das gemeinsam etwas machen. Herr Radeli? Ja, bei mir sind es vor allem sehr langjährige Freundschaften, die ich seit der Primarschulzeit eigentlich pflegen kann. Bei uns war es so, dass wir auch die Pause rege genutzt haben. Was vielleicht auch ein Grund war, ist, dass ich relativ ring durch die Schule ging. Deshalb hatte das daneben einen viel größeren Stellenwert. Und wir genossen es immer, miteinander Fußball zu spielen. Nach der Primarschulzeit trafen wir uns dann weiterhin, egal ob man im Gymi war oder in die Sekundarschule ging, und konnten so den Kontakt sehr lange halten und haben irgendwann uns auch einen Spaß daraus gemacht, einen Verein zu gründen. Und bis heute haben wir dadurch noch immer unser regelmäßiges Weihnachtsessen. Mit Fußball haben wir ansonsten nicht mehr viel gemein, aber es trägt auch dazu bei, dass wir inzwischen schon 2 Klassenzusammenkünfte hatten in den letzten 15 Jahren und dass dort auch etwa 3/4 der Klasse wirklich auftauchen. Also das ist etwas, das ich mitnehme. Ich sehe schon, wir haben hier eine Geschlechterspaltung. Bei den Männern geht es um sportliche Aktivitäten als Erinnerung in der Schule. Bei Frau Stamm um
die Leistung eigentlich oder die Leistung, die hätte erbracht werden sollen oder die nicht gesehen wurde. Ich erinnere mich, und ich sage das dann auch als Überleitung, ich erinnere mich vor allem daran, und das hat mich sehr geprägt, dass ich zur Schule gegangen bin damals, als zum ersten Mal die Mädchen auch den Werkunterricht besuchen durften. Also es war gerade so eine Probe, man hat das probemäßig mal eingeführt. Also wir hatten dann für 3 Monate, glaube ich, mussten wir nicht in die Handarbeit, sondern durften ins Werken beim Lehrer. Und weshalb mir das so geblieben ist, mir ist damals zum ersten Mal bewusst geworden, ich glaube, ich war 9 oder 10, dass Handarbeit und Mädchen nicht einfach selbstverständlich zusammengehören, dass das nicht einfach naturbedingt ist, dass ich das machen muss, sondern dass das auf ein Lehrplan ist, der mir das diktiert hat und dass man das jetzt ändert. Und diese Erfahrung, dass man etwas für selbstverständlich genommen hat und dass man aber eine Erfahrung machen kann, mit anderen zusammen, dass das ja nicht selbstverständlich ist. Ich glaube, das hat mich auf meinem Weg begleitet und ich habe immer wieder versucht, irgendwie anderen Menschen, auch mit meiner journalistischen Arbeit, irgendwie diese Erfahrung mitzugeben, dass es eben nicht, die Zuschreibungen nicht immer selbstverständlich sind. Wir sind alle zur Schule gegangen, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht, zum Teil eben auch vielleicht ein bisschen ähnliche. Also Frauen machen andere Erfahrungen in der Schule und haben andere gemacht als Männer. Die Volksschule, und das haben wir jetzt gemerkt, auch in diesen Erinnerungen, das ist nicht nur der Ort, wo man etwas fürs Leben lernt. Schreiben und lesen, sondern es ist eben sehr viel mehr. Es ist eine Gemeinschaft, die man kennenlernt. Wir alle haben sie besucht. Es ist etwas unglaublich Verbindendes. Herr Jenny, die Schule bildet irgendwie eine Klammer in unserer Gesellschaft. Was für Funktionen hat sie denn eigentlich, wenn man die mal wirklich aufzählen würde? Ja, sie hat natürlich ganz viele. Auf der einen Seite, und das haben wir alle erlebt, sie hat vor allem Betreuungsaufgaben und Betreuungsfunktionen. Wir haben das erlebt in Covid-19-Zeit, oder? Ohne die Betreuungsfunktionen der Schule sind wir als Gesellschaft wenig leistungsfähig, ohne Zweifel. Das ist eine wichtige Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist natürlich, dass die Schule auch Werte und Haltungen vermitteln soll, die wir als Gesellschaft haben. Sie ist damit etwas konservativ, etwas Bewahrendes. Sie reagiert eigentlich nur dann, wenn wir wirklich dramatische Veränderungen haben. Wir haben jetzt etwas dramatischere Veränderungen, aber trotzdem bleibt diese bewahrende Funktion der Schule. Mhm. Und dann hat die Schule natürlich einen Bildungsauftrag. Sie soll die Kinder nach ihren individuellen Eigenheiten und Eigenschaften bilden. Sie hat auch, das wäre vielleicht die vierte Funktion, sie hat auch die Funktion zu qualifizieren, die Kinder auszubilden, ihnen Fertigkeiten, Kompetenzen zu vermitteln, die sie nachher erfolgreich machen lassen in der Gesellschaft. Dann hat die Schule eine wichtige Funktion in der Sozialisation, dass die Kinder mit anderen Kindern Kontakt haben können. Das hat sich auch gezeigt, dass das ein Problem ist während der Covid-19-Pandemie, dass da diese soziale Funktion der Schule nicht mehr so besonders gut ist. Oder gut war. Und dann natürlich ganz wichtig, und das knüpfe ich an mein Erlebnis, auch diese Rolle der Schule, dass sie in dem Sinn Gemeinsinn entwickeln lässt. Gemeinsinn, dass wir mit Menschen zusammen sind in der Schule, die völlig unterschiedlich sind. Und wir müssen in die Schule, wir müssen mit diesen Menschen zusammen sein, wir müssen mit ihnen zusammen etwas machen, etwas tun. Und wenn ich das jetzt so aufzähle, dann sind das natürlich Aufgaben und Rollen der Schule, die sehr stark im Widerspruch stehen. Da gibt es Spannungen, wenn wir zwischen Bildung und Selektion schauen, wenn wir schauen zwischen Qualifikation und soziales Zusammenleben. Das sind alles sehr große Spannungen, die wir eigentlich spüren hier. Und diese Spannungen lassen sich nicht auflösen. Diese Spannungen sind da. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir Gesellschaft, wir Eltern, Lehrpersonen, alle, die an der Schule beteiligt sind, dass wir uns diesen Spannungen wirklich bewusst sind, dass wir diese Spannungen auch reflektieren können auf Seite der Eltern, dass wir wissen, natürlich haben wir ein Bedürfnis, dass unsere Kinder einen guten Weg machen, aber die Gesellschaft hat andere Bedürfnisse, wie auch die
Politik, dass die Politik letztlich sich bewusst ist, dass Eltern eben eine andere Sichtweise haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Perspektivenübernahme machen in Bezug auf die Rollen, die die verschiedenen Akteure in der Gesellschaft haben. Und das wird letztlich durch diese verschiedensten Aufgaben mit diesen sehr widersprüchlichen Rollen der Schule ist das sehr wichtig. Frau Stamm, als Erziehungswissenschaftlerin, sehen Sie noch andere Aufgaben? Ich sehe zwei Aufgaben. Die erste ist, hat sich auch in Covid-Pandemie gezeigt, was gefehlt hat. Sehr viele Kinder und ihre Eltern haben gemerkt oder gespürt, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung gefehlt hat eigentlich. Und dass das etwas ist, das die Kinder ganz zentral brauchen. Wir haben auch in vielen Forschungen immer wieder, zum Beispiel bei unserer Schulabsentismus-Studie, also Schulschwänzer-Studie, hat sich ganz klar gezeigt, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung, dass die größte Haltekraft hat. Also dass die absolut zentral ist. Man kann sagen, ja, das ist etwas, das wir schon lange wissen, aber es zeigt sich immer wieder diese Lehrer-Schüler-Beziehung, die eigentlich das Herzstück ist der Bildung, würde ich sagen. Und das Zweite, was ich finde, was nicht gut läuft in der Volksschule, das ist das Thema Chancengerechtigkeit. Chancengleichheit besteht zwar, jedes Kind kann, die Türen sind offen, dass jedes Kind in eine Schule gehen kann, wenn es die Fähigkeiten hat, wenn seine Eltern das wünschen, dann geht das. Aber die Chancengerechtigkeit, und ich finde, über die müssten wir viel mehr sprechen, das heißt, die Befähigung, die Unterstützung der Kinder, die eben die guten Möglichkeiten nicht haben, die benachteiligt sind, dass man die kompensatorisch unterstützen würde. Und die Chancengerechtigkeit ist seit den 70er Jahren, wenn man die Daten anschaut, hat sich die nicht verbessert. Es sind vor allem gut situierte Kinder, die die Schulen der Wahl besuchen, und Kinder aus eher bescheidenen Verhältnissen, die gehen eigentlich, also nicht häufiger, minim häufiger in eine höhere Ausbildung als noch in den 70er Jahren. Ich finde, Chancengerechtigkeit müsste in der Schweiz ein brennenderes Thema sein, als es eigentlich ist. In Deutschland ist das ganz anders. Dort regen sich die Leute viel mehr auf als in der Schweiz. Aber es hat auch Vorteile. Man kann in der Schweiz vielleicht auch objektiver und weniger empathisch oder weniger gefühlshaft diskutieren. In der Schweiz heißt es ja auch immer, es führen viele Wege ans Ziel, was vielleicht auch immer so ein bisschen eine Beruhigungsspritze in Sachen Chancengerechtigkeit ist, aber ich sehe das eigentlich ganz ähnlich jetzt. Herr Häderli, ich meine, wenn Sie das hören, Sie müssen Vaterfigur, Sie müssen Chancengerechtigkeit herstellen, Sie müssen Zusammenhalt geben, also die Aufgaben, die im Klassenzimmer auf einen Lehrer, auf eine Lehrerin zukommen, das ist gigantisch. Wenn Sie das von innen her schauen, Schule für alle, was heißt das für Sie vor allem? Also mich hat vorhin das Votum von Frau Stamm sehr, sehr gefreut und gleichzeitig auch bestärkt darin, weil ich bin auch der Meinung, bevor ich irgendeines dieser Ziele, die vorhin von Herrn Jenny genannt worden sind, erreichen kann, ist es notwendig, dass die Kinder gerne zur Schule kommen. Das ist die Grundlage dafür, dass ich mit ihnen überhaupt starten kann und irgendetwas erreichen. Und nachher glaube ich, die vielen Spannungsfelder, die aufgezeigt wurden, häufig fühle ich mich ein Stück weit allein als Lehrperson. Ich muss diese Spannungsfelder irgendwie bearbeiten, möglichst alle mit ins Boot holen, mit den verschiedenen Anspruchsgruppen,
der Eltern. Das ist natürlich auch total unterschiedlich, je nach Schulhaus, in dem ich arbeite, können das ganz andere Erwartungen sein, die an die Schule gestellt werden. Und das benötigt sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und natürlich auch Zeit, weil die Beziehungsarbeit ist ja nicht nur gegenüber den Kindern notwendig, sondern auch gegenüber den Eltern und allen weiteren am Schulumfeld beteiligten Personen. Und dann hat es selbstverständlich diese weiteren Themen, die einem unter den Nägeln brennen und für die man sich gerne engagieren würde, eben Chancengerechtigkeit als Stichwort oder den Bildungsauftrag, den man hat. Aber man ist häufig halt mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Trotzdem ist es ja so, dass, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe jetzt gerade in journalistischen Kreisen gibt es Korrespondenten, Korrespondentinnen. Ich kenne einige, die nach dem Studium ins Ausland gegangen sind. Und interessanterweise bekommen sie auch oft Kinder im Ausland. Und wenn die Kinder dann so sechs, dann kommen sie wieder zurück in die Schweiz. Und das Argument ist oft wegen der Schule. Und zwar egal, wo die Leute hingehen, egal ob es Amerika, Schweden, Deutschland, you name it, das Land ist. Also offen, das ist ja ein großes Kompliment an die Volksschule der Schweiz. Offenbar machen wir irgendetwas anders als andere Länder, irgendetwas besser. Vielleicht ist es auch nur die Erinnerung, die wir haben. Aber die Schweiz repräsentiert, die Volksschule repräsentiert auch Werte, die wir in der Schweiz pflegen. Was würden Sie sagen, welche Werte sind das? Ich glaube, ich muss hier intervenieren. Ich habe hier eine dezidiert andere Meinung. Ich glaube, es ist nicht so, dass die Eltern zurückkommen in die Schweiz wegen der Schule, damit die Kinder wirklich die gleiche Schule genießen. Oder wenn, dann ist es nur, damit die Familie gleich aufwächst, damit man sich auf gleiche Erfahrungen nachher wieder besinnen kann. Und selbstverständlich auch, weil es sich um ein ganz, ganz wichtiges Alter handelt. Wenn die Kinder kleiner sind, ist eher die Lebenswelt der Kinder ist relativ klein rundherum auf wenige Bezugspersonen beschränkt. Wenn die Kinder älter werden, dann möchte man natürlich, dass die ebenfalls verwurzelt sind, dass sie ihre Freunde, Freundinnen weiterhin haben können. Und das wird natürlich mit zunehmendem Alter wird das viel schwieriger. Ich glaube, das sind viel, viel mehr die Gründe, die einen vielleicht auch nach einigen Jahren im Ausland auch zurückziehen als Erwachsene, weil man ja das Umfeld von früher noch hier in der Schweiz hat. Und ich bin nicht sicher, ob das tatsächlich so viel mit der Schule selbst zu tun hat. Das kann ich gut verstehen. Ich glaube, natürlich spielt das auch das Aufwachsen spielt sicher eine große Rolle. Aber zum Aufwachsen gehört ja, ist ja eigentlich die Schule schon sehr, sehr zentral und ist vor allem das zentral jetzt irgendwie, dass man eben zum Beispiel in der Schweiz zur Schule läuft und nicht mit dem Auto hingefahren wird oft oder hoffentlich nicht so oft, oder dass das Schulsystem, auch dieses duale Schulsystem, dass man halt einfach trotzdem irgendwie ja auch sehr nachahmenswert ist, da wird immer wieder diskutiert, aber natürlich gibt es noch andere Gründe. Trotzdem denke ich, muss etwas mit unseren Werten, muss die Volksschule auch etwas abbilden, was unseren Werten entspricht. Also ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Ja gut, es ist natürlich so, dass die Schule eben unsere Werte reproduziert. Wir wollen die Gesellschaft eigentlich so behalten, wie sie ist. Eben, sie hat etwas Konservierendes und das heißt, wenn wir zurückschauen, dann braucht es ein Stück weit einen Stolz auf das, was wir erschaffen haben. Dieser Stolz zum Beispiel, der äußert sich, das spüre ich immer wieder im Französischunterricht, oder dass wir zum Beispiel in der Primarschule jetzt Französisch haben für die Kinder, ob es die Kinder gerne haben oder nicht, aber zumindest als ein wichtiger Wert, den wir als Schweizer vermitteln, dass wir ein Land sind, das zusammensteht mit unterschiedlichen Kulturen. Und das ist dann sozusagen der Ausdruck, worauf wir stolz sind. Eben auch wieder, das ist die Sichtweise der Gesellschaft. Wir müssen ein Stück weit Perspektivenwechsel machen. Wenn wir den Perspektivenwechsel auf die
Augenhöhe des Kindes machen, dann wird das Kind etwas ganz anderes sagen. Oder das Kind wird nicht gerne in den Franzunterricht gehen, zum Beispiel. Frau Stamm, Sie haben viele ausländische Schulen gesehen, auch von innen, und mit anderen Wissenschaftlern aus dem Ausland zusammengearbeitet. Wo sehen Sie denn den größten Unterschied, oder was empfinden Sie als spezifisch schweizerisch an? Also erstens einmal glaube ich, dass in der Schweiz die Volksschule wirklich das Fundament ist für die Zukunft der Kinder. Sie ist die große Integriererin, absolut, wenn Sie denken, dass die Volksschule das Fundament bildet, dass nahezu 95% der jungen Menschen einen Abschluss machen, dann auf der Sekundarstufe 2. Und das ist ein Ergebnis, das weder Deutschland hinbringt, noch Frankreich, Italien. Also wir sind da ein Land, das wirklich vieles erreicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass in der Schweiz, Sie haben das vorhin angetönt, haben gesagt, in die Schule laufen, obwohl das ja im Moment zerbröckelt und die Elterntaxis sind eine große, aber wir reden ja heute Abend nicht über Bildungspolitik, dass eben Kinder, oder wie Sie, Herr Jenny, das gesagt haben, unterschiedlichen Alters in der Schule zusammen sind, auch den Schulweg zusammen beschreiten. Sie können, viele Kinder können in einen Verein gehen, ist etwas Schweizerisches, und es gibt sehr viele Kinder, die Sportvereine besuchen, Musikkurse besuchen, und das ist mit der Schule verknüpft und so, dass eben die Kinder relativ schnell autonom werden. Also natürlich in vielen Großstädten ist das wahrscheinlich schwieriger, aber sonst ist das möglich. Und das Dritte ist, dass die Schweiz eines der besten, durchlässigen Bildungssysteme hat. Also das ist einem Kind, einem Jugendlichen, der oder die eben vielleicht etwas Spätentwicklerin ist, dass die eigentlich fast alles erreichen können, wenn sie plötzlich den Knopf auftun. Und ich glaube, diese Möglichkeiten sucht man in anderen Ländern, aber in der Schweiz ist das schon sehr gut verwirklicht. Wir sind uns dessen einfach manchmal zu wenig bewusst und wir schätzen das manchmal auch zu wenig. Ich finde, wir sind uns, es ist üblich, dass wir die Volksschule kritisieren, vor allem ja auch die Eltern, aber wir sind uns eigentlich nicht bewusst, was wir da eigentlich erarbeitet haben und zu dem wir Sorge tragen müssen, unbedingt. Das nächste Thema ist gerade das Thema, das offensichtlich, egal wo ich nachgefragt habe, ich habe Fragen gesammelt bei den Alumni, bei den Stiftungsräten, in meinem Kollegenkreis, in meiner Familie. Ich habe doch immerhin auch eine Schwester, die eine Schulleiterin ist, und zwei Cousinen, die selber Lehrerinnen sind. Also, und immer kam der eine Punkt, das Verhältnis oder die Rollen von Lehrerinnen und Lehrern und Eltern, dass das ein schwieriges ist, dass da sich etwas verändert hat, das ist die Frage oder das der Punkt, den alle gebracht haben. Jeder Einzelne, den ich gefragt oder die ich gefragt habe, haben den gebracht. Jetzt kann man ja rückblickend einfach so sagen, ja, früher hat man die Kinder halt zur Schule geschickt und dann haben die Eltern abgenickt, wenn der Lehrer gefunden hat, das war jetzt schlecht, dann haben sie gesagt, ja, der Lehrer hat gesagt, das ist okay. Und ich sage jetzt absichtlich Lehrer, weil es eigentlich immer Lehrer waren. Aber das ist ja nicht die ganze Perspektive, sondern es muss sich ja gesellschaftlich etwas an diesen Rollen geändert haben. Herr Jenny, wo sehen Sie
ein Konflikt oder wo ist dieser Konflikt, der ja immer auch wieder irgendwie über den immer auch wieder geschrieben und diskutiert wird, wo ist der entstanden gesellschaftlich? Wir haben ja seit den 50er Jahren am Kinderspital Zürich diese Zürcher Langzeitstudien begonnen. War Zufall, dass das damals am Kinderspital Zürich war. Es hätte irgendwo sein können. In Europa sind damals diese großen Langzeitstudien entstanden. Und die Menschen, die damals mitgemacht hatten, die sind gekommen, wenn man ihnen gesagt hat, sie sollen jetzt kommen. Also damals war es so, dass die Gesellschaft einem starken Disziplinarprimat unterstellt war. Also man hat das gemacht, eigentlich was Autoritäten, das, was der staatliche Akteur eigentlich verlangt hat, das hat man dann letztlich auch gemacht. Das hat so in den 70er Jahren, 80er Jahren ist diese gesellschaftliche Haltung langsam zerbröckelt. Wir sind immer individualisierter geworden. Es hat sich eine eben individuelle Gesellschaft, die Individualisierung ist immer stärker geworden und die Bedeutung von letztlich von Autoritäten immer weniger stark. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Die Kinder, die wurden fotografiert. Und wenn man die Fotografien anschaut in den 50er Jahren versus in den 70er, 80er, 90er Jahre, dann sieht man, wie der autoritäre Einfluss sich verschoben hat. In den 50er, 60er Jahren sind die Kinder wie Soldaten dagestanden. In den 80er Jahren natürlich nicht mehr. Also mit anderen Worten, die Verantwortung für das Kind, für die Familie hat sich verschoben vom staatlichen Akteur, von Autoritäten in die Familie rein. Und heute haben wir eigentlich eine große Verantwortung, die Familien letztlich haben für ihre Kinder. Man überträgt als Gesellschaft ihnen eigentlich die völlige Verantwortung. Aber auf der anderen Seite haben wir als Gesellschaft eben das Primat, dass die Kinder verschiedene Entwicklungsaufgaben durchlaufen müssen. Und ich glaube, es kommt zu einer ganz starken Verantwortungsdiffusion. Wer hat jetzt letztlich die Verantwortung? Oder? Und ich glaube, ein Teil des Konfliktes entsteht eben auch durch diese großen gesellschaftlichen Veränderungen. Herr Natalie, im Alltag sehen Sie das bestimmt auch. Sie haben im Vorgespräch einmal das Wort gebracht, dass die Schule zu sehr als Dienstleistungszentrum betrachtet würde. Können Sie das ein bisschen ausführen? Ja, genau. Also es ist natürlich klar, eben mit den gesellschaftlichen Veränderungen hat das natürlich auch mit sich gebracht, dass häufig beide Elternteile arbeiten oder dass die Elternteile alleinerziehend sind. Das bedeutet natürlich eine immense Mehrbelastung für die Familie an sich, die, wie wir vorhin gehört haben, mehr Verantwortung hat als früher und mehr erziehen müsste und sich mehr um die Kinder kümmern sollte. Und das führt natürlich zu einem Spannungsfeld mit der Schule. Wer kümmert sich denn nun um die Kinder und um deren Erziehung? Auch wenn ich als Elternteil merke, ich kann nicht das für mein Kind leisten, das ich müsste oder das ich gerne würde, dann ist natürlich die Schule der nächste Ansprechpartner, an den ich mich wenden kann und an den ich versuche, Aufgaben zu delegieren. Und Sie haben das Gefühl, im Alltag merkt man, dass da werden Aufgaben delegiert? Ich persönlich nehme mich jetzt davon aus, ich erlebe jetzt sehr wertschätzende Eltern und bin auch sehr froh darum. Je nachdem, wo man wieder Schule gibt und natürlich auch mit dem sozioökonomischen Status, umso nötiger, dass es ist, dass beide Elternteile arbeiten, um überhaupt das Überleben der Familie zu finanzieren, desto eher ist das natürlich der Fall. Und das ist natürlich dann auch häufig kombiniert mit sprachlichen Schwierigkeiten, die auch den Austausch noch einmal mit der Schule erschweren. Und zusammen mit diesen Kommunikationsproblemen würde ich das deutlich bejahen. Frau Stamm, Verantwortungsdiffusion. Als Erziehungswissenschaftlerin, wo würden Sie sagen, wo hört die Verantwortung jetzt im Bereich der Schule der Eltern auf und wo fängt die der Lehrerinnen und Lehrer an? Oder umgekehrt, wo hört die der Lehrerinnen und Lehrer auf und wo fängt die der Eltern an? Also das ist etwas schwierig zu sagen, aber wenn ich jetzt den Blick Ich werfe jetzt den Blick auf die Mittelschicht, die kenne ich am besten und ich kenne die benachteiligte Eltern oder aus anderen Kulturen, die kenne ich nicht so gut. Und ich glaube, dort gibt es eine Grenze,
also wenn Lehrpersonen ihre Standards durchgeben, den Eltern kommunizieren, wie es in der Schule laufen soll, was sie für Vorstellungen haben, dass das dann eigentlich den Eltern, dass das für die Eltern eigentlich ein Gebot sein müsste oder eine Art der Zusammenarbeit, dass sie solche Aspekte berücksichtigen. Aber das wird ja immer schwieriger, weil Eltern, gerade eben dieser Typ Eltern, weil, und das finde ich wichtig, dass wir das bedenken, das Kind ist ja heute nicht nur ein freieres Kind als in den 50er Jahren, sondern das Kind ist auch ein besonderes Produkt der Eltern. Und man bekommt ja heute nicht einfach zufällig Kinder, sondern man bekommt Kinder, weil man Kinder will. Und man hat ganz bestimmte Vorstellungen. Und eine Vorstellung ist eben heute die Optimierung des Kindes. Und dann spielt es eben für viele Eltern keine Rolle, oder sie sind dann nicht einverstanden, wenn die Lehrerin XY sagt, das sind meine Wertvorstellungen, ich möchte das im Unterricht so und so verwirklichen, dass Eltern dann eben nicht einverstanden sind, weil sie den Eindruck haben, das würde nicht gut zu ihrem Kind passen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass das Kind heute eben ich versuche dann jeweils die Metapher zu nutzen, das Kind wird häufig wie ein Tonklumpen verstanden, den man beliebig formen kann, bis er, also das Kind, den eigenen Vorstellungen entspricht. Und die Lehrperson ist eben damit gemeint. Die muss eben dieser Formung, die man im Kopf hat, muss sie entsprechen. Und das ist für mich ein wichtiger Faktor. Übrigens es gibt jetzt zwei neue Studien, sind aber deutsche Studien, aber ich würde meinen, das gilt auch für die Schweiz, sagen Lehrpersonen, wenn man sie fragt, was die größten Schwierigkeiten seien für sie, sagen sie an erster Stelle die Elternarbeit, an zweiter Stelle die verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler und an dritter Stelle sagen sie die Integration und die Administration, also was alles da mit zusammenhängt. Aber die Elternarbeit, ich glaube, das ist nicht nur auf die Schweiz bezogen, die Schwierigkeiten, sondern das ist international, dass sich da sehr viel geändert hat. Aber darf ich die Eltern ein bisschen in Schutz nehmen? Weil wenn wir eben zurückdenken, so in den 90er Jahren gab es diese starke, auch ein Stück weit neoliberale Entwicklung mit der Idee, dass die Gesellschaften mit Investitionen in die Bildung eben letztlich reich werden und dass wir in die Bildung investieren müssen, dass das humane Kapital ist sozusagen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass der Druck zugenommen hat. Heute denke ich, und das ist nicht nur eine persönliche Sicht, sondern es ist auch die Sicht, die ich immer wieder habe, jeden Tag mit in einer Klinik, in einer Abteilung zu arbeiten, wo wir im Moment 3.500 Kinder pro Jahr sehen mit Verhaltens- und Entwicklungsstörungen. Wenn ich schaue, wie zentral diese Themen Bildung, Selektion und Qualifikation von diesen Aufgaben, die ich genannt habe, im Moment sind, dann ist dieser Bildungs- und Schuldruck, der ist nicht erstaunlich. Und es gibt in der Zwischenzeit wirklich eine Reihe von Studien, nicht nur in der Schweiz, weltweit, die zeigen, auch Vergleichsstudien, dass der Bildungsdruck in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen hat. Und der Bildungsdruck, der hat zugenommen auf die Kinder, aber der wird natürlich von den Eltern sozusagen auf die Kinder auch übertragen. Also die Eltern sind da in diesem Rad drin und versuchen da irgendwie diesen gesellschaftlichen Entwicklungen nachzukommen. Ich glaube, es ist heute wirklich sehr schwierig, Eltern zu sein. Das würde ich sofort unterschreiben. Und ich glaube, ich bin hier nicht die Einzige. Und ich meine, dieser Bildungsdruck, also wenn man zwei Kinder in der Schule hat, meine sind jetzt schon draußen und ich bin nicht unglücklich darüber. Ich meine,
in gewissen Fächern hört es extrem früh auf, wo man noch helfen kann. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, mein Gott, ich war ja eigentlich auch mal in der Schule und ich, also wir mussten keinen Bruchteil davon. Also das ist nur schon einfach nur Stoff, die Menge an Stoff, die da dazugekommen ist, das ist unglaublich. Wir sind schon zeitlich relativ fortgeschritten, aber ich hätte gern noch ein Votum, das so ein bisschen in die Zukunft geht, und zwar jetzt eins von aus der beruflichen und persönlichen Sicht der Einzelnen hier, und dann möchte ich den Kreis noch kurz öffnen. Wo müssten wir ansetzen jetzt aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive, wenn die Schule, die Volksschule, dass wir das weiterhin so können, wie wir es bisher einigermaßen gekonnt haben? Wo ist der Ansatzpunkt, der am wichtigsten ist, aus Ihrer Perspektive, Frau Stamm? Also man sagt ja häufig, wenn man Lehrerinnen oder BildungspolitikerInnen befragt, kommt das Beispiel Finnland. Und dann heißt es, dort sind die Lehrerinnen, Lehrer noch wertgeschätzt und in der Schweiz nicht so. Und ich glaube, also für mich ist es sehr wesentlich, dass sich die Volksschule auch selbstbewusster darstellt, als sie das tut. In den letzten Jahren lesen wir, also ich sage es jetzt sehr pointiert, die Volksschule klagt zu viel. Man darf klagen, aber man soll auch zeigen, was man kann. Und ich glaube, dass dieses Selbstbewusstsein fehlt eigentlich. Sondern wenn ich Referate halte, sehe ich so viele oder erzählen mir so viele Lehrpersonen, was sie alles machen. Und das Gute, das Kreative, das Innovative, aber das, über das wird nicht berichtet. Und ich denke, man kann sehr wohl den Finger draufhalten, wo es Probleme gibt in der Schule, aber die Volksschule sollte sich selbstbewusster darstellen. Und da, finde ich, könnte die Volksschule auch von den Privatschulen lernen. Die sagen, wir haben diese Werte, wir machen das, wir sind so und so aufgestellt. Also die Privatschulen, die haben ja zum Teil also ein sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein. Also ich sage es jetzt mal so. Und ich finde, da müsste sich, ich sage das übrigens auch immer, wenn es um die Berufsbildung geht, die stellt sich zu wenig selbstbewusst dar, was sie alles kann. Die Berufsbildung hat immer das Gefühl, sie sei die kleine Schwester des Gymnasiums. Und da finde ich, müsste man, also das wäre für mich ein Anliegen, dass weil die Wertschätzung kommt auch, wenn man sich selber zeigt, was man macht und was man kann. Das finde ich wichtig. Herr Häderli, aus der Perspektive des Schulalltags. Ich hoffe, dass wir selbstbewusst unterwegs sind. Ich versuche das auch nach außen zu tragen und glaube, es ist auch selbstbewusst, jeweils aufzuzeigen, wo vielleicht gewisse Schwächen und Herausforderungen liegen, dass das Thema Inklusion zum Beispiel zu einem deutlichen Mehraufwand für Lehrpersonen führt, dass die Administration, die wir hatten, eben Elternkontakte, dass solche Dinge kräftezehrend sind. Ich glaube, es werden kreative Lösungen gesucht und teilweise auch gefunden. Und das mit den Privatschulen muss ich schon noch kurz ergänzen. Ich bin nicht sicher, ob Privatschulen gleich viel zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft beitragen und ob sie nicht vielleicht ein Klientel haben, das deutlich homogener ist, als das, was wir in unserer Volksschule antreffen. Und glaube, diesbezüglich kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Absolut. Ich glaube, es ging dir, glaube ich, mehr um das Selbstbewusstsein. Ja, die also müssen sich natürlich auch verkaufen. Darstellen, oder? Das habe ich gemeint. Aber stimmt selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit bei der Volksschule. Wir haben nicht ein Alleinstellungsmerkmal, sondern ja, wenn man sich nichts anderes leisten kann, ist man in der Volksschule. Und ja, ich finde es aber auch ein gutes Zeichen, dass ganz, ganz viele Kinder in die Volksschule gehen und das eigentlich unterstützt wird, dass eben ein Großteil sagt, diese Schule
finden wir gut. Es sind 95%, um ganz genau zu sein. Ich habe die Zahl noch nachgeschaut und das ist, glaube ich, ein, würde ich mal sagen, ein Spitzenwert. Auch da ist die Schweiz, glaube ich, auf weiter Flur alleine mit diesem Wert an Kindern, die in die Volksschule besuchen. Zuletzt noch die Perspektive des Kindes, ja, in der Schule. Das Kind, wir müssen diesen Bildungsdruck nach unten bringen. Mhm. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir immer mehr, so wie das der Kanton Zürich jetzt gemacht hat, in kinder- und jugendpsychiatrische Betten investieren. Das ist nämlich passiert. Wir haben Covid-Pandemie gehabt, die Zahl in Bezug auf psychische Befindlichkeit und Störungen ist explodiert. Wir können sagen, das ist Covid, aber es ist nicht nur Covid, es ist dieser Bildungsdruck, der sich über die letzten 10, 20 Jahre entwickelt hat. Da müssen wir etwas machen. Und da gibt es Lösungen, gibt es viele kleine Lösungen, wenn wir zum Beispiel an Selektion denken, wann sollen wir selektionieren und wie sollen wir selektionieren. Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen, sonst werden wir in 10 Jahren nicht 20% Kinder und Jugendliche mit psychiatrischen Störungen haben, sondern 40 oder 50. Ich kann es Ihnen garantieren. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Bildungsdruck und psychischen Krankheiten. Absolut. Der ist jetzt im großen Stil, auch in großen Studien, gezeigt worden. Vor 4 Wochen eine große systematische Übersichtsarbeit in einer amerikanischen Zeitschrift, haben die Studien zusammengefasst, hunderte von Studien über die ganze Welt. Es gibt diesen Zusammenhang. Also wir brauchen den Bildungsdruck. Der muss runter. Und das Zweite ist, wir brauchen auch Investment. Wir brauchen Geld. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. Wir brauchen Mittel, finanzielle Mittel. Sie mögen sagen, ja, okay, finanzielle Mittel. Wir haben jetzt in den letzten 10, 20 Jahren viel in die Bildung investiert. Das ist richtig. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist zu wenig. Wenn wir schauen, wir haben 20% alte Menschen, 20% junge Menschen. Wir investieren 4% in die Bildung, 2% in die frühkindliche Bildung. Und wir investieren 12% in die Renten. Das ist doppelt so viel in die Alten wie in die Jungen. Und da ist nicht mal das Gesundheitswesen, wo ich arbeite, mit berücksichtigt. Da ist es auch etwa ähnlich. Also ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass wenn jetzt die Menschen immer älter werden, da frage ich mich wirklich, ob wir als Gesellschaft diesen Generationenvertrag, den wir eigentlich haben, wirklich noch halten können. Also ich glaube, das sind für mich die zwei ganz großen Themen auf dieser hohen Flughöhe. Danke vielmals. Ich möchte jetzt den Kreis noch öffnen. Ich habe gehört von Anne, dass wir kein Mikrofon haben, das wir durch die Reihen geben können. Aber wenn vielleicht jemand eine Frage stellen möchte, einen Beitrag hat, dass er oder sie dann vielleicht aufsteht und laut spricht, damit man sie hört. Also ich frage mich, ob man das eben vergleichen kann, wie die Situation vor 30, 40 Jahren war. Da hatte man zwar 30 Kinder in der Klasse, aber es war viel homogener, eine homogenere Schülerschaft. Es gab relativ wenig äußerlich Problemfamilien. Es hat viel besser, die Lehrperson war eine Autorität, und heute ist diese große Heterogenität da, die Problematik, dass man 20 oder 25 Kinder in der Klasse hat und jedem Kind gerecht werden sollte. Ich glaube, dass es schwierig ist zu vergleichen, aber wenn ich die Anforderungen sehe, die sich heute der Schule stellen, und wenn wir sehen, welche Finanzen sie zur Verfügung hat, und sie würde ja gerade was Inklusion betrifft viel mehr brauchen, dann stelle ich der Schule, der Volksschule ein gutes Zeugnis aus. Und ich denke eben auch, ich habe am Anfang die Lehrer-Schüler-Beziehung betont, und ich denke, die hat heute schon einen ganz anderen Stellenwert als zu Zeiten, also vor 30, 40 Jahren. Also ich finde, die Volksschule hat sich enorm entwickelt. Ich würde mich anschließen und glaube,
wir dürfen mit Überzeugung sagen, das Wissen ist vorhanden, eben auch durch die Bildungsinstitutionen, die gelernt haben, die eben das Ganze bewahren auch, die die Geschichten nicht vergessen lassen und dafür sorgen, dass wir immer besser ausgerüstet uns eigentlich diesen Aufgaben stellen können. Und ich glaube, wenn man unermüdlich dranbleibt, dann wird sich das auch, eben darf man sagen, die Schule entwickelt sich zum Besten, was möglich ist. Die Schule hat sich natürlich auch so entwickelt wie die Gesellschaft. Man kann nicht, ich bin nicht sicher, ob man sagen kann, früher war die Schule besser oder schlechter und heute ist sie und so weiter. Die Gesellschaft war früher auch so, wie sie war. Und es ist natürlich so, vor 50 Jahren, vor 60 Jahren waren Beziehungen, die spielten keine Rolle. Sie spielten in der Schule keine Rolle, sie spielten zum Teil in der Familie eine untergeordnete Rolle. Und heute wissen wir, was die Kinder brauchen. Sie brauchen Nähe, Zuwendung, Geborgenheit. Und das hat sich grundsätzlich gesellschaftlich verändert. Und das sind natürlich auch Themen, die in der Schule angekommen sind, in der Schule ein wichtiger Teil ist, weil eben die Schule Teil der Gesellschaft ist. Also es gibt ja eine große Diskussion, dass man die Selektion nach hinten verschieben müsste und dass die ersten 8 Schuljahre, dass die ohne Selektion wären. Und es gibt Studien, die zeigen, dass das erfolgsversprechend wäre. Aber es gibt, also so wie ich es sehe, gibt es in der Bevölkerung sehr viel Gegenwind. Es ist so, dass vor allem Eltern, die ambitioniert sind, die haben ja schon den Eindruck, dass wenn ihr Kind in eine Klasse besucht mit relativ vielen ausländischen Kindern, dass ihr Kind dann benachteiligt sei oder nicht genug lernen würde. Und ich denke, diese Selektion, die man nach hinten verschiebt, die hätte wahrscheinlich keine große Befürwortung. Aber ich finde selber auch, dass die Selektion heute sehr früh ist. Aber das wäre ein Weg, die Selektion nach hinten zu verschieben. Der andere Weg wäre aber, dass wir das Ganze neu denken. Die Selektion, wie sie jetzt besteht, die ist enorm druckförderlich. Also das beginnt ja heute manchmal schon in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse. Und man müsste sich überlegen, es gäbe auch Instrumente, wie man die Selektion humaner gestalten könnte. Und das Hauptproblem sind meines Erachtens ist die große Fixierung auf die Noten. Und Noten sind einfach die Bedingung Nummer 1, ob man es in welchen Ausbildungszug man es eben schafft. Und ich finde, dass man dort auch ansetzen müsste und sich neue Wege überlegen müsste, wie man das eben entschärfen könnte. Die Selektion nach hinten verschieben, dann müsste man auch ganz konsequent individualisieren können und auch die Mittel haben, um individualisieren zu können. Und das ist ja unter aktuellen Bedingungen ist das eigentlich fast unmöglich. Man könnte ja zumindest in anderen Kantonen mal sich ein bisschen umschauen. Es gibt auch Frühselektion, die aber nicht auf diese Art und Weise gemacht wird, wie wir das im Kanton Zürich haben, nämlich mit diesen Prüfungen, die dann irgendwie schon in der 4. Klasse sozusagen zu Lerninstitutsnachhilfestunden führen, sondern der Kanton Luzern, Kanton Basel, es gibt viele Kantone, die es auch schon anders machen. Ja, genau. Also ich glaube, die Selektion gehört, so wie wir sie jetzt haben, im Kanton Zürich abgeschafft. Das ist aus entwicklungspsychologischer, entwicklungspädiatrischer Sicht wirklich schädlich für die Kinder. Man kann das klar sagen.
Das Problem ist, dass es tatsächlich eine große Herausforderung ist, das letztlich im Alltag, im Detail umzusetzen. Ich erlebe das genau Gleiche mit dem Schulstart. Wir haben erdrückende wissenschaftliche Evidenz, dass früh zur Schule gehen für die Kinder nicht gut ist. Und trotzdem ist es eine große politische Herausforderung, daran etwas zu ändern. Aber Selektion und Schulstart am Morgen, das sind Themen, die wir aufnehmen müssen. Und wir haben eben mit der Schule ein bewahrendes Gefäß, das halt sehr langsam ist, aber wir müssen daran arbeiten. Und wie, das ist eben, das ist dann die große, komplexe politische Detailarbeit. Aber man muss beginnen. Ja, herzlichen Dank für das Votum. Die Zeit ist abgelaufen. Es war, fand ich, ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme und auch Ihnen fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals.